Rolf ist wieder da. Und wir machen weiter mit Just Cause 2. So, ich habe mir einige Mods installiert, unter anderem einen Mod, der es ermöglicht, dass man am Anfang immer den Chaos-Fallschirm hat und ihn nicht immer wieder neu kaufen muss. Sehr geil. Was habe ich mir noch installiert? Eine Mod, die auf jeden Fall besagt, die Mod, dass man ist Scorpio, unglaublich, nicht wahr? Auf jeden Fall besagt die Mod, dass man dass diese Waffe, die ich gerade in der Hand halte, die Rico's Signature Gun oder Rico's unverkennbare Waffe, was eine scheiß Übersetzung, dass die Waffe die Munition der Pistole benutzt. Als Vergleich, Pistole 307 Schuss, Rico's unverkennbare Waffe 71 Schuss. Ja, also verstehe ich nicht ganz. Es kann aber auch sein, dass das einfach nur dafür gilt, wenn man halt Pistolenmunition findet, dass das dann dafür gilt, dass es dann auf Rico's unverkennbare Waffe geht und auf die Pistole. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich auch einen Mod installiert, der wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit so gucke, oder nee, das ist das hier überhaupt der Fall? Auf jeden Fall ist das so bei Fahrzeugen, kennen wir ja, wenn man sich so umdreht, dass man so von vorne, von der Front auf das Fahrzeug schaut, dann springt die Kamera nach einer Weile wieder an die Standardposition hinten zurück. Das ist jetzt mit der Mod nicht mehr so. Nein, falsch, PDA. So. Ich bin schon ein bisschen näher offscreen an unser Ziel, die Höhle des Löwen, rangegangen. Und ja, würde ich sagen, gehen wir da doch mal hin. Ich könnte jetzt noch diese unzähligen Mission, Gruppenmissionen hier machen, aber das sind mir zu viele, hallo? Ich mache zuerst die Agentur, also die Hauptquest, wenn man es so nennen will. Und dann mache ich wahrscheinlich noch onscreen natürlich den Rest des Spiels. Den Rest des Spiels. Den Rest des Spiels, das ist übertrieben. Dann mache ich onscreen halt noch, so viel wie ich halt machen will. Mache ich halt alles, was ich nicht offscreen machen. Was ich vorher offscreen gemacht habe, mache ich dann onscreen. Das ist doch schön, oder? Ja, auf jeden Fall, wenn ich nicht gerade in einem Skype-Gespräch bin, weil das wäre ein Fail. Nein, aber ich werde mir nach dem Abschließen der Hauptquest auch ein bisschen das Spiel noch mehr modifizieren, so à la Charakter-Mod. Das heißt, dass ich dann nicht mehr Rico bin, sondern, keine Ahnung, Ninja oder so. Muss mal schauen. Auf jeden Fall habe ich das so gemacht, damit die, die jetzt das Offscreen, beziehungsweise halt das, was halt nicht wirklich die Hauptquest ist, Hauptquest, Rollenspiele und so, die Leute, dass die Leute, die das nicht wirklich interessiert, also die nur die Hauptquests interessiert, können halt das Let's Play schauen, bis die Hauptquest vorbei ist. Und dann nicht mehr weiterschauen. Der Rest kann weiterschauen. Ja. Ist auch ein gutes System, finde ich. Ja. Das heißt, das wird ein endless Let's Play. Mehr oder weniger. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal alles geschafft habe. 100%, das wäre übertrieben. Ich habe auch gehört, da gibt es einen Bug, dass man gar nicht 100% schaffen kann. Hatte auf jeden Fall jemand mal, habe ich von gehört. Naja. So, wir fliegen erstmal mit diesem schönen gelben Scheißhelikopter, der total lahm ist, zu unserem, zur Quest beginnen. Da wäre übrigens eine Militärbasis gewesen. Aber wie gesagt, die Leute, die nur die Hauptquest interessiert, den will ich hier jetzt nicht das Let's Play irgendwie versuchen oder so. Habe ich wahrscheinlich eh schon gemacht, aber egal. ja. Wir sind fast da. Ich würde sagen, spule ich das vor? Soll ich das vorspulen? Ich weiß nicht. Spule ich es vor? Spule ich nicht vor? Was ist da, ein Helikopter vor meinem Haus? Ah ne, das ist das Spiel. ja. Sieht so aus, als wäre die Hauptquest im Wasser. Was? Warum ist die im Wasser? Okay. Keine Ahnung warum, aber irgendwie sieht es aus, als wäre der Missionsmarker im Wasser. Was natürlich überhaupt keinen Sinn ergibt.
aber egal. So. Let's go flying, I believe I can fly. La 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 la. Wo? Zwei Militärbasen so nah nebeneinander? Hm, naja. Sehen sogar fast identisch aus. Korrigiere, sie sehen ganz genau identisch aus. Okay. Aber gut, so viele Basen wie es hier gibt, da wäre es auch ein bisschen übertrieben für jede Basis irgendwie neues Grunddesign zu machen. Obwohl. Zwei identische Basen direkt nebeneinander ist auch nicht so klug. Aber okay. Soll ich jetzt schon mal mit dem Fallschirm machen? Ich glaube, das würde schneller gehen. Moment, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ist gleich erst. Wir sind übrigens schon aus dem Wintergebiet raus. Wenn man mal auf die Minimap oben links guckt. Ah ja, die Kamera ist so scheiße irgendwie. Okay, jetzt. Yay, I believe I can fly. Da, 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 da. Yay, ich kenne die Melodie zum Lied überhaupt nicht, aber egal. La la la, I believe I can fly. So. Das ist immer ja eine geile Kameraperspektive. Respekt. So, jetzt wieder fallen. Yay, I believe I can fly. I believe I can fly. Yay, I believe I can fly. Jaska is now playing Call of Duty Modern Warfare 2 Multiplayer. Yay, I believe my friends can fly. Yay. Ja, so. Dann hier, wer bist du? Ach, das bist ja du halt, ne? Ach, was ich noch sagen muss. Ich habe übrigens, Moment, ich zeig's mal, erweiterte Anzeige. Alles aufs Höchste. Anti-Aliasing ist nicht aufs Höchste. Warum ist Anti-Aliasing nicht aufs Höchste? 32 Mal, ja, ist klar. Ne, 4 Mal reicht mir. ich möchte nicht, dass es doch ruckelt, weil Anti-Aliasing, sorry, ich sag's immer falsch. Ich hab's mir falsch angewöhnt und jetzt sage ich's immer wieder falsch. Für den Rest meines Lebens. Ist halt das, was die Leistung am stärksten, ja, verringert. So reden wir mal mit dir. Gute Arbeit, Kumpel. Brennende Städte, amoklaufende Banden und eine ausgewachsene Revolte gegen die Regierungstruppen. Und genau wie wir gehofft hatten, ist dieser Feigling Panay aus der Stadt geflohen. Hurensohn. Und du weißt vermutlich genau wohin. Ist alles auf deinem PDA, Kleiner. Baby Panay ist versteckt. Nicht mehr lange. Das wird kein Spaziergang, Rico. Du musst am Eingang der Schlucht landen und von dort am Boden vorrücken. Die Basis und der Palast sind gut gesichert. An deiner Stelle würde ich einen deiner besten Rebellenfreunde um Hilfe bitten. Ah, geht klar, mein Freund. Allerdings brauche ich keine Hilfe, um diesen Zwerg zurechtzustutzen. Sorg einfach dafür, dass unser Baby für immer die Augen schließt, Rico. Wenn du fertig bist, machen wir nämlich genau das, was die Agentur am besten kann. Wir sorgen für einen kleinen Regimewechsel. Natürlich. Ich hatte ganz vergessen, dass du mehr drauf hast, als ein Stück Fleisch auf den Grill zu schmeißen. Tja, danke, Rico. Ist schön, wenn man nicht nur wegen seiner Steaks geschätzt wird. Überleg dir trotzdem gut, wen du mitnimmst. Immerhin sind die Jungs bis zum bitteren Ende bei dir. Das ist ein Pakt mit dem Teufel, aber das bin ich ja gewohnt. Ja. Das hätten die uns vorher sagen müssen. Dann hätte ich vielleicht noch ein paar Dummies gemacht. Ich gehe zu den Roaches. Ich glaube, die sind sogar am nächsten, oder? Nee. Um genau zu sein, sind die sogar am weitesten entfernt. Fail. Dann mache ich aber dahin schöne Execute. Execute? Nix Execute. Hier. Ja, genau. Du kannst jetzt kommen. Das ist doch nicht dein Ernst. Du willst mich verarschen. Komm, leck mich. Was kann ich mir denn hier holen? Warte mal. Alles scheiße, alles scheiße.
Oh ja, der ist toll. Den kaufe ich mir. 100.000, das ist zu viel. Ich hab praktisch unendliche. Ja. So, Pelz, Silber, Gold. Hoffen wir, dass er nicht gerade ins Wasser fliegt, wenn ich damit jetzt gleich fliege. Sei vorsichtig damit. Ja, das hast du wirklich gesagt. So, das ist ja mal die beste Startbahn, die es gibt. Also wirklich, also ich glaube, ich werde nicht starten können. Ich kann nicht starten. Das ist schon ein Fail. Muss ich erst eine Startbahn suchen oder was? Finde ich jetzt aber nicht gut. Also nee. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Aber das finde ich nicht gut. Man kann auch nicht einen Rückwärtsgang irgendwie einlegen. Das ist auch nicht so toll. Ja, komm. Ich bin doch fast in der Luft. Komm, das ist doch... Ja, ich bin in der Luft. So. Die beste Start ever. Der beste Start ever. Also Leute, also macht mir das erstmal nach. So. Übrigens auch der unrealistische Start ever. Aber okay. So. Fliegen wir zu den Roaches. La la la, mit dem Baby hier wird das in Sekunden schnell erledigt sein. Muhaha. Ich habe übrigens bemerkt, ich habe 90 Fahrzeugteile. Ich müsste mal wieder irgendwelche Fahrzeuge upgraden. Ich bemerke gerade, wie scheiße beschädigt das Schiff. Das Flugzeug ist. Der Jet. Dingen. Ist schon ein Fail, aber egal. So, Roaches Hauptquartier. We are almost there. Almost. Almost. Almosen. Aldemos. Was? Ja. Nein, String sollte eigentlich jetzt nicht das sein, aber gut, warum ist das Flugzeug nicht jetzt? Ja, okay. Hat er erledigt. So, einfach mal um Dach landen. Uah! Ja, wenn er immer noch diesen Fallschirmsprung-Dingen macht, dann ist schlecht. Ist das Scorpio? Ja, das ist Scorpio. Soll ich dir mal zeigen, wie gut ich schießen kann, ne? Ja, ja. Ah, Scorpio, auf der Suche nach Arbeit nehme ich an. Schade, dass Sie kein Zahnarzt sind. Ich könnte nämlich einen gebrauchen. Ich habe schreckliche Zahnschmerzen. Wenn Sie hören, was ich zu sagen habe, vergessen Sie Ihre Schmerzen. Ich weiß, wo Baby Panay seinen kleinen Arsch versteckt. Sie sind ja ein richtiger Wunderheiler. Zeigen Sie uns wo, Scorpio. Meine Männer begleiten Sie. Wenn der Präsident stirbt, sind meine Schmerzen vergessen. Alter Freund, endlich können die Roaches ihre ganze Macht entfalten. Ich habe mit ihren Informationen einen Angriffsplan erstellt. Wir bleiben über Funk in Kontakt und ich helfe ihnen so gut ich kann. Das ist meine Schmerztherapie. Machen Sie es gut, Scorpio! Yay. Ich mag den Mafia-Typen, das ist geil. Meine Leute folgen Ihnen. Führen Sie sie durch die Schlucht. Wer sich uns in den Weg stellt, wird es bereuen. Sobald Sie durch das Tor sind, kümmern Sie sich um die drei Flugabwehrgeschütze. Wenn die zerstört sind, setzen wir unsere Techniker ab, um Panays großes Tor zu öffnen. Okay, let's go. Fail. Fail. Ja, genau. Ihr habt ja tolle Waffen. Danke. Ich möchte aber auch jemanden töten, oder? Ich meine, das Spiel ist ein Shooter. Wäre schon fail, wenn ich jemanden töten kann. Lebt der noch? Ich glaube, der lebt noch. Nee, er lebt nicht mehr. Ja. Ah. So, wo ist denn unser Freund? Da ist er. Boom. Ja, benutzt doch mal meine schöne Waffe. Moa. Headshot easier than ever. War das Deutsch? Egal. Da war gerade was. Ah, das war nur das Scharfschützengewehr. Warum nicht? Ich hatte noch nie ein Scharfschützengewehr. Ist schon Fell. Geil. Ja, kann ich jetzt nichts mit anfangen. Aber ist bestimmt geil für Random irgendwie. Für Offscreen. Für Dinge nicht in der Hauptquest. Hauptquest, ja, ist klar.